Und damit ein herzliches Hallo. Herzlich willkommen auf meinem Channel, liebe Leute. Ich begrüße euch natürlich wie immer recht herzlich hier bei mir. Weiter geht's mit Lara Croft in Tomb Raider. Da läuft eine Ratte und ich habe eben gerade mal nur mal so geschossen, habe mir gedacht, naja, die Treibstoff-Tanks kann man vielleicht mit der Pistole irgendwie ja zu Explosionen bringen. Dem war eben gerade nicht zu. So, wird man wohl mein Instinkt mal wieder rindödeln, wird mal kurz meine Ratte abknallen. Brauche ein bisschen EP-Punkte für ja Upgrades meiner Waffen und so weiter. Und gucken wir uns doch mal hier das hier an. Ne? So, da vorne ist Treibstoff. Mhm, okay, das war ja, das hatten wir ja im vorherigen Teil schon mal gesehen. Was muss ich denn da machen? So, guck mir das nochmal an da. Treibstofftanks. Ja, das sind die Treibstofftanks. Die hatte ich ja schon mal gesehen. Und da ist eine Ratte. Ah, triff ich eh nicht mit Pfeil und Bogen. Blöde Sau. Die sind aber auch schnell. Halt! Ach, das war die Ratte, die da durchgelaufen ist. Was bin ich jetzt hier? Ach, hier eine Fackel. Mann, ich bin ja so doof. So, dann stecken wir mal die ganze Kiste hier an. Yeah, was für ein Feuerchen. Da ist es. Hey, ist eine Art Rettung. Ja, ist ja cool. Ist denn du? Hä? Wird das abgeschossen oder wurde das eben gerade vom Blitz getroffen? Alter, ich hab ja Blitz. Jetzt muss ich mir aber den. Kommt er auf mich drauf zu, oder nicht, wa? Ah. Oh Gott, Scheiße. Rüber! Ah. Rüber. Ja. Okay. Ja, was soll denn dazu nicht mehr? Und 100 EP-Punkte erhalten. Dankeschön. Modell freigeschaltet, auch nicht schlecht, okay. Oh, Fallschirmspringer. Ich muss zu ihm. Finden Sie einen Weg zurück zum Bergdorf? Na, das werden wir doch glatt machen. So, müssen wir natürlich mal gucken, wo hier der Weg hingeht. Oh, da sind ja so viele Wege, alter Scheiß. Ah, jetzt hab ich aber echt einen Weg vor mir. Hm. Trapez schwingen sie an der Unterhängung und dann an der Trapez. Okay, das werden wir mal machen. Speed. Was ist denn jetzt schon wieder los? Bricht ihr alle zusammen oder was? Sachte. Und weiter geht's. Spring. Yep, weiter. Bitte. Hey! Oh, ich hab noch mal Schwein gehabt. Ich dachte, ich spring da am Trab. Ich bin ja am Trab. Tram, oh Gott. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Ich dachte, vorbei gesprungen. Und habe schon den Abgrund in den Augen geschaut. Aber habe noch mal Glück gehabt. Alter! Bist du da?
Die haben den Pilot kalt gemacht. Na, dort sind ja ein paar Hirnsteine. So, jetzt müssen wir ein bisschen konzentrieren, Leute. Konzentrieren, mal warten, bis er hierher kommt. Also schießen ist nicht so meine Stärke, ey. Echt, mit Pfeil und Bogen ist irgendwie keine Ahnung, der Wurm drin. Aber jetzt. Ja, Maschinengewehr ist natürlich... A plus Ultra hier in dem Spiel, wenn man die hat und die vielleicht noch ein bisschen upgradet, dann hat man die Knarre schlechthin, liebe Leute. Naja. So, mal gucken, ob hier noch irgendwie was zu finden ist. Sieht nicht so aus. Okay, dann denke ich mal, dass wir hier weiter rüberspringen. Oh, hier kann ich ja wieder mal ein bisschen mal gucken. Also eine Fähigkeit hat man noch nicht mal eine Fähigkeit. Ausrüsten ist auch noch ein bisschen zu wenig. Also so eine Ausrüstungspunkte habe ich noch zu wenig, um da unten noch ein Upgrade auf eine Waffe zu machen. Dieser Sturm, er kam aus dem Nichts. Die Wolken haben das Flugzeug eingehüllt. Lara, hör zu. Ich habe den Absturz gesehen. Du musst also in meiner Nähe sein. Komm einfach nur zu mir. Okay. Bin unterwegs. Okay. Stoßen Sie wieder zu Road. Das Flugzeug war also umhüllt von den Wolken. Ja, oder was? Und deswegen ist es abgestürzt. Na, Leute, hört doch mal auf. Was anderes hättet ihr euch ja da mal überlegen können. Das sah fast schon so aus, als ob das Ding abgeschossen wurde. Nebenbei gucken wir hier mal ein bisschen runter. Okay. Oh. Hä, ich kann so besser schießen als anders. Oh, nein. Neue Ausrüstung erhalten. Ja, ist ja geil. Aha. Schießen Sie Seilpfeile. Okay. Okay. Super. Super, das ist ja geil. Das ist ja wirklich geil. Oh, wie viele Pfeile denn noch? Junge, Junge. Bei dem brauchte ich eben gerade nur einen Pfeil, wa? Bei dem anderen eben gerade noch ein bisschen mehr. Oh, den habe ich ins Gehirn geschossen. Schieß doch mal! Naja, mein Gott. Ja. Also, das war ja noch. Ah, das kann ich nicht so an so Spiele leiden, wo du dann halt zigmal auf die Leute schießen musst, um dass die irgendwann mal tot sind. Ob Pfeil oder Pistole. So, okay, haben wir hier noch irgendwo was? Nein, sieht nicht so aus. Warte mal. Gehen wir hier weiter. Nee, ist nicht mehr, liegt nicht mehr rum, oder? Da noch was rum, da noch was rum. Schaut nicht danach aus, liebe Leute. Ich überlege gerade, was muss ich denn jetzt machen?
da unten noch irgendwo was. Ach, geil. Was hat der denn da eben gerade aufgenommen? Haben wir gerade ja nicht auf viel gepasst. Einfach mal die Größe hoch nicht. Also da komme ich jedenfalls nicht so ran. Irgendwas muss ich jetzt hier noch machen, Leute. So, kann ich hier. Warte mal, gucken mal, ob ich hier hochkomme. Ob ich hier hochrutschen kann irgendwie. Das geht wohl auch nicht. Nicht so schön. Hm. Okay. Und das geht auch nicht. So doof, warte mal, ich muss mal den Kühler schon anders hinstellen. So, ja, rot markiert. Halt! Hä? Was ist denn das jetzt hier? Jetzt geht's doch. Was passiert mit dem Ding? Aha, okay. Bing und komm da ran. Genau, oder? Hä? Doof, aber das ist schon mal diese Option, die ich da habe jetzt wahrscheinlich. Ach nee, das hat sich doch bewegt. Springt. Ja, na geht doch. Geht doch, geht doch, Leute. Ist doch super. Dann nun rüber da, ne? Ja. Hier noch ein bisschen einsammeln hier von dem Kollegen, was der in der Tasche hat. Okay, hier muss ich wohl rüber. Ja. Und das sind Seilpfeiler, okay. Juti. Aha, da hake ich die Dinger ein und dann kann ich jetzt wahrscheinlich rüber, oder nicht? Doch. Springen, okay. Ach, da war noch ein Pfeil, okay. Ist das Bären oder gewesen? Oder was war das gewesen? Ja, irgendwas habe ich jetzt da eigentlich eingesammelt. Ich glaube, das waren Bären, wa? Denke ich mal. So, hier kann ich nicht mehr aufnehmen, weil alles voll ist. Okay. Zieh raus die Scheiße. So, dann geht's hier rein. Okay, wo bin ich denn hier? Eine Höhle oder was? Denn das hier? Ist ja wieder geil. Ich finde immer bei Lara Croft immer so geil, du weißt nie, wo du da hinkommst. Du bist in so einer Höhle drin und dann irgendwann mal entpuppt sich das als irgendwie, keine Ahnung, kommt ein Tempel, ja, tritt ein Tempel in Erscheinung und mit Buddhas und was weiß ich nicht alles, das ist immer so krass, das finde ich immer so geil, das fand ich immer früher so gut. Es war nicht deine Schuld. Ich habe sie hergerufen, Ross. Hey, wir finden einen Weg. Mayday, Mayday, hier Co-Pilot Jessop von Flugzeug N177A. Hallo, hallo, hören Sie mich? Ich wurde schwer verletzt und brauche dringend Hilfe. Ist da jemand? Captain Jessop, hören Sie mich? Ich habe ein Rauchsignal entzündet, bitte. Verdammt, er hört mich nicht. Ich muss zu ihm. Nein. Das ist sein Signal. Wir müssen uns um unsere Leute kümmern und uns sammeln, wenn wir Sam wieder haben. Ich kann ihn doch nicht einfach im Stich lassen. Ich gehe jetzt zu ihm. Manchmal ist es notwendig, Opfer zu bringen. Du kannst nicht jeden retten. Ich weiß, was es heißt, Opfer zu bringen. Nein, das waren Verluste. Opfer zu bringen ist deine Entscheidung. Verlust passiert dir einfach. Ich habe entschieden, ihn nicht sterben zu lassen. Ich denke mal, wir belassen halt mal mit dieser kurzen Folge heute und ja, sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Wa? Wir haben mal einige Sachen erreicht und ich denke mal, das war's. Hallo Leute, bis dann. Ciao und hast du nicht gesehen. Tschüss.